Hallo liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einem BUMO TV Spezial. Ja, heute geht es bei mir mal nicht um Actionfiguren, sondern um meine Lieblingsserie, Sankt Mike. Der Schlagerguru und ich sind heute hier in der Location, wo Sankt Mike gedreht worden ist, und zwar im kleinen Städtchen in Nordrhein-Westfalen, in Neuss, in Zons. Ja, wir sind heute in der Ostzons und wir wollen mal gucken, wo Sankt Mike gedreht worden ist. Wir wollen uns einige Drehlocations anschauen mit euch zusammen. Ich weiß, es ist nicht Actionfigur-spezifisch, aber ihr sollt ja auch von meinem anderen Hobby erfahren. Ich schaue sehr gerne TV Now, denn da läuft die Serie auch bis heute noch. Und wir schauen uns jetzt mal schön um, was bietet Zons für uns alte Sankt Mike-Fans. Ja, jetzt sitze ich hier vor meiner Lieblingskirche aus der Serie Sankt Mike. Für Leute, die jetzt sagen, wer ist oder was ist Sankt Mike? Ja, Sankt Mike ist eine RTL-Serie, die seit 2018 in 3 Staffeln produziert worden ist. Es geht um einen Pfarrer, der gar kein Pfarrer ist, der durch Zufall Pfarrer wird, weil er ist ja eigentlich ein Betrüger. Dann nimmt er die Identität von Pfarrer Sandmann an. Und dann erlebt er wirklich abgefahrene Situationen, denn er verfällt meistens, ja, oder wird verführt zu kriminellen Handlungen. Aber er ist nicht kriminell. Eigentlich ist der Herr Sandmann, der eigentlich gar nicht der Pfarrer Sandmann ist, eigentlich ein Guter. Diese Serie wurde von RTL produziert, ist eine, ja, eine Comedy-Serie. Leider gab es nur 3 Staffeln mit, glaube ich, 28 Folgen. 26 oder 28 Folgen, da bin ich gerade überfordert. Dazu gab es sogar die ersten beiden Staffeln, gab es auf DVD. Die habe ich hier auf meinem Kanal euch ja gezeigt und auch vorgestellt mit einer Menge Bonusmaterial. Der Pfarrer ist zudem auch nicht so der typische Pfarrer. Ja, er ist ein moderner Pfarrer. Ja, er ist auch bei den Frauen hier im Dorf sehr beliebt. Und ja, das ist, macht eigentlich Lust zu gucken. Die Serie geht pro Folge 45 Minuten, ist wirklich leichte Kost. Die Themen sind auch leichte Kost, aber trotzdem immer mit einem Wink zum Sozialen. Ich kann euch die Serie wärmstens empfehlen, denn die 3 Staffeln laufen zurzeit bei TV Now. Ja, könnt ihr euch gegen eine Monatsgebühr, ja, ich weiß, was kostet das, Carol, das kostet TV Now 8 € pro Monat, ich weiß es nicht. Da könnt ihr euch die Serie sehr gerne reinschauen. Carol, oder durch Freunde auch kostenlos zu bekommen mittlerweile, wenn jemand TV Now hat. Nein, das ist bei Netflix. Erzählt der Mist, der Schlagerguru. Aber guckt euch die Serie an. Das ist bestimmt was für euch. Es ist nicht diese typische deutsche Serie, wo man denkt, jetzt kommt da gleich Klaus-Jürgen Wussow mit Gabi Dom um die Ecke. Oder was gibt es noch Schlimmes im Fernsehen? Der Florian Silbereisen auf dem Traumschiff? Nein, das ist witzig, das lohnt sich. Und hier, wie gesagt, wir sitzen hier gerade vor. Also es ist schon erhabend, ja, zu wissen, hier wurde Sankt Mike gedreht, ja, von dieser tollen, wirklich kulturellen und traditionsreichen Kirche. Zons wird in der Serie gar nicht erwähnt, denn die Serie wurde hier, also die Außenaufnahmen, die Außenkulissen wurden hier von Zons genommen, aber auch in Rommerskirchen bei Köln. Und Zons heißt hier nicht Zons, sondern Läuterberg. Ja? Läuterberg, clever, weil es eine kirchliche Serie ist. Läuter, läutern, ja, passte alles wieder von den Autoren hier zusammen. Thank you.
Ja, das war mein kleiner Rundgang hier in Leuterberg zu uns. Ja, wir haben vieles nicht wiedererkannt, aber auch einiges. Und auf alle Fälle ist natürlich die Kirche hier für uns das Highlight. Aber auch die kleinen Gassen, die man ab und zu auch mal in der Serie gesehen hat. Schade, dass die Serie zu Ende ist. Schade, dass nur 3 Staffeln produziert worden sind. Die letzte Staffel wurde kurioserweise letztes Jahr im Frühjahr, wo die Pandemie doch hier so stark ausgebrochen war auf der Welt, wurde sie gedreht. Und wir werden sie vermissen, die Serie. Und deswegen sollte mein kleines BUMO-TV-Spezial sollte so eine kleine Huldigung für die Serie sein. Denn der Karol, unser Schlager-Guru, aber auch T7, ja, wollte unbedingt heute hier hin. Unbedingt. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja gerne ein Däumchen hoch geben oder ein Däumchen runter. Und beim nächsten Mal ist wieder ein Thema, was euch bekannt auf meinem Kanal ist, wieder Actionfiguren. Aber macht euch jetzt keine Sorgen, dass wir hier zu einem Tourismusmagazin ausarten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt auf alle Fälle optimistisch und vor allen Dingen bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Amen.